Ich bin gerne eine Galionsfigur für den Internationalen Literaturpreis, aber kein Orakel. Dafür reicht meine Weisheit noch nicht aus. Eigentlich ist es ja interessant zu sehen, welche Art der Literatur wirklich eine Resonanz hervorruft. Also eine Resonanz hier in Deutschland bei dieser Jury, die nun in diesem Jahr dann gerade am Arbeiten ist, sozusagen. Und ich denke, verantwortungsbewusst am Arbeiten ist. Und wenn man sich die diesjährige Jury anguckt, da haben wir ja sozusagen einmal sehr breite Spezialisten und dann aber auch Spezialisten für den arabischen und asiatischen Raum. Und das wäre natürlich, ist jetzt interessant mal zu sehen, kann das eine Rolle spielen? Ist das dann einfach so, dass dann in dieser Jury auch ein größerer Resonanzraum sozusagen für diese Literatur da ist? Weil ich glaube einfach nie, dass Literatur kontextlos wertgeschätzt wird. Man hat immer Botschafter. Die Botschafter sind die Leute, die sagen, hey, dieses Buch muss in Deutschland rausgebracht werden. Das sind die, die irgendwie ein halbes Jahr oder Jahr da sitzen und die Bücher übersetzen. Das sind Menschen, die da ganz viel positive Energie reinstecken. Und wenn diese positive Energie dann wieder in einer Jury auf, ja, ich liebe im Moment das Wort Resonanz, auf Resonanz stößt oder Resonanz hervorruft, dann haben wir einen Preisträger oder dann haben wir einen Shortlist-Kandidaten. Und das ist eigentlich das Schöne und das Interessante für ein Publikum, denke ich.